wer heute gekommen ist, der ist gekommen, weil er Dominik Mayer kennt. Und es wäre anmaßend, den Maestro von der Staatsoper von Wien hier vorzustellen. Sie kennen ihn und werden ihn aber anhand meiner Fragen heute hoffentlich ein bisschen näher kennenlernen. Denn ich versuche natürlich über dieses Gespräch, mein lieber Dominik Mayer, ein wenig herauszukitzeln, was normalerweise nicht so in der Zeitung steht. Ah, ja. Wenn wir Sachen erfahren jetzt. Einleitend wurde ja gesagt, lieber Dominik Mayer, dass eigentlich ein vernünftiges Studium mit Wirtschaftswissenschaften studiert werden. Warum dann der Weg in die Kunst und warum ist man nicht Generaldirektor der OMV geworden? Na, das ist die nächste Stufe. Ja, ne? Wir sprechen uns in 3 Jahren. Na, es ist, ich ende jetzt meine 25. Spielzeit als Operndirektor. Es sind viele Vorstellungen. Aber die Freude an der Vorstellung ist immer noch da. Ja. Gestern zum Beispiel bei Elektra, das hat einen erwischt und nicht losgelassen bis am Ende. Und lange noch nach der Vorstellung fühlt man in den Beinen, im Körper noch diese Energie. Was bedeutet der Opernball, Dominik Mayer? Oh, Opernball, die Chefin ist da, ich darf nichts. Das darf nicht sein. Ja, sie hat mich herzlich begrüßt. Wir sehen uns ja immer auf dem Opernball. Ich bin der Stammgast geworden. Das ist gut. Nein, zuerst, jetzt werde ich etwas sagen. Ich habe es nie gesagt. Als ich hier bestellt wurde, wusste ich nicht, dass es einen Opernball gibt. Ui. Ui, ei, ei. Ja, das ist die Wahrheit. Also ich war immer Opernliebhaber, Ballettliebhaber, Opernball. Oh Gott. Ist nicht unbedingt meine Sache. Aber mittlerweile habe ich mich auch mit dem Inhalt von Ball angefreundet. Oh, ja. Tanzen Sie jetzt Walzer? Na, gar nicht. Also, das ist die offizielle Ausrede, dass ich nicht tanzen kann. Lieber Dominik Mayer, ich möchte zum Abschluss einige Sätze ansprechen und Sie bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Ja. Okay, der Satz geht los. Kunst ist für Sie so wichtig wie Wasser und Luft. Mhm. Wirtschaft ist für Sie? Notwendig. Den hätte ich anders beendet. Ja, aber das gebe ich gut. Gerne zu. Ihr Lebensmotto ist? Die Ziele besser betrachten als die Hindernisse. Ein Liter Superbenzin kostet derzeit? Ich habe keine Ahnung, weil ich keinen Führerschein habe. Kein guter Kunde. OMV bedeutet für Sie? Also eine tolle Partnerschaft. Was ich schön finde, ist, dass wir gemeinsame Veranstaltungen machen. Das finde ich schon. Wenn OMV etwas im Ausland macht, dann gehen wir mit einem Pianist und 2 Sänger und dann wird es beliebt. Es hat einen Inhalt. Ich mag nicht diese künstliche Sachen. Also ich mag gern, wenn man zusammen konkrete Projekte macht. Und das haben wir gemacht, das machen wir noch. Und das ist ziemlich einzigartig, es gibt nicht so viele Firmen, die das so sehen. Ja, herzlichen Dank für dieses wirklich nette Gespräch mit Ihnen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich auch. Vielen Dank an Dominik.